1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio hier aus Köln live. Wenn ihr gerne live hier mit mir reden wollt heute Nacht, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tamara und Tamara ist 32 Jahre alt. Hallo Tamara. Ja, hallo Domian. Hallo. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe ein ganz verrücktes Thema. Und zwar, ich habe Angst vorm Schlankwerden. Du hast Angst vorm Schlankwerden? Ja. Wie schwer bist du? Bitte? Wie schwer bist du? Also momentan liege ich so bei 160 Kilo. Ja, beachtlich, ne? Ja, bei einer Körpergröße von 1,76. Mein Schlaggewicht waren 190 Kilo. Ja. Und ja, ich habe mich jetzt vor 4 Wochen an der Uniklinik in Magdeburg operieren lassen. Mit dem Erfolg zur Abnahme und habe jetzt innerhalb dieser 4 Wochen gut 20 Kilo abgenommen. Ja, was hast du genau operieren lassen? Ich habe eine Magen-Darm-OP machen lassen. Es ist also so, dass ich keinen vollständigen Magen mehr habe, sondern nur noch einen Schlauch als Magen. Ach so, was man so hinlänglich Magenverkleinerung nennt. Ja. 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 Das heißt, dass du nicht so viel essen musst und das Sättigungsgefühl schnell eintritt. Ja, ich habe seit der OP gar kein Hungergefühl mehr, davon mal ganz ab. Ja. Ich esse, weil ich was essen muss. Und dann hat ja jeder Mensch 4 Meter Dünndarm, die ja zur Verdauung da sind. Mhm. Und bei mir ist das so operiert worden, dass anstatt 4 nur noch 1 Meter Verdauungstrakt ist. Also das, was ich esse, wird zur Hälfte dann unverdaut ausgeschieden. Ist das denn unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderlichkeit oder der Gesundheitsschädigung, ist das okay oder kann man da auch irgendwie krank werden von? Von der OP selber kann ich nicht. Nee, aber von diesen doch dramatischen Eingriffen. Jetzt inwiefern? Naja, durch die Verkürzung des Darms und durch die Fastwegnahme des Magens kann ein Körper damit wirklich lange gesund leben? Ja. Das geht. Ja. Ja, das Einzige, ich muss mein Leben lang irgendwelche Vitamine zu mir nehmen, weil ich sonst Mangelerscheinungen bekomme. Ja, so, man hat dir aber nicht irgendwie ein Fett abgesaugt oder Fett weggenommen, das nicht. Nein. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe Angst vor dem Schlankwerden. Ja, weil ich, sag ich mal, mehr oder weniger 32 Jahre doch immer irgendwo stark übergewichtig gewesen bin. Also so die letzten Jahre, dass das so richtig zugelegt hatte. Und ja, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, normalgewichtig zu sein. So von den Mitmenschen her. Ich meine, wenn ich heutzutage durch die Stadt gehe, dann guck mal die und so dieses Lästern. Und ich muss dazu sagen. Aber du bist doch nicht scharf auf das Lästern. Nein, das eigentlich nicht, aber es tut natürlich weh, ne? Ja eben, aber eigentlich kann es ja nur besser werden. Denn auf jeden Fall. Je dünner du wirst, desto weniger werden die Leute hoffentlich lästern. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich freue mich ja aber auch darauf. Aber warum dann die Angst? So einfach für mich selber, so von der Psyche her. Ich meine, ich habe ja gelernt, damit umgehen zu müssen, mit mir, mit meinen Einschränkungen. Und das ist natürlich alles, was dann im Laufe der Zeit wegfallen wird. Und das eigentlich. Also kann ich mal vielleicht das anders interpretieren, dass du vielleicht nicht Angst vor dem Dünnerwerden hast, sondern Angst einfach vor der Veränderung, die damit verbunden ist. Ich denke mal eher, dass es so ist. Ja. Nicht vorm Dünnerwerden, sondern einfach die ganze Veränderung. Wenn du dich denn eingewöhnt hast als schlankere Frau, wird das wahrscheinlich gut werden. Und du wirst wahrscheinlich denken, was für ein Segen. Das auf jeden Fall. Ich meine, nach der OP habe ich sehr bereut gehabt, den Eingriff, weil es sehr schmerzhaft war, sehr übel. Also ich habe wirklich sehr gelitten. Mittlerweile ist eine gewisse Gleichgültigkeit da. Also, dass ich sage, okay, ich habe die OP machen lassen. Ja. Und ich denke mal, wenn dann so richtig die großen Erfolge dann da sind, dass ich dann sage, mal gut, dass ich es habe machen lassen. Ja, mir sagt das ja schon, was für einen enormen Leidensdruck du gehabt haben musst, um dich überhaupt für so eine OP zu entscheiden. Ja, vor allem auch körperlich. Ja, auch körperlich, klar. Das ist natürlich auch körperlich. Ne? Was war das Höchstgewicht? 190, sagst du? Das war mein Schlaggewicht, ja. Boah, das ist natürlich auch heftig, ne? Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe den Vorteil, ich bin eine von diesen
vielen dicken Menschen, die zum Glück immer noch irgendwo eine Figur hat. Ich habe noch einen Hals, eine Taille, alles, ne? Dünne Fußgelenke, Handgelenke, alles. Wie sieht das denn jetzt im Moment mit der Nahrungszunahme aus? Wie viel isst du am Tag? Beschreib mir mal so dein, zum Beispiel dein Frühstück. Ein Knäcke. Ein Knäckebrot. Ja. Und dann ist der Magen auch schon fast voll. Ich habe im Moment so dieses Sättigungsgefühl habe ich nicht. Ich habe dieses Hungergefühl nicht, ich habe aber auch dieses Sättigungsgefühl nicht. Also ein Knäckebrot und ein Kaffee dazu, oder? Nö, ich trinke dann heißen Tee oder eine heiße Milch dazu. Das passt noch rein. Aber eben halt erst dann danach, ne? Ja. Also nachdem ich das Knäcke oder den Toast oder so gegessen habe. Ist dann Pause bis zum Mittag oder gibt es zwischendurch irgendwas Kleines? Also normalerweise müsste ich 6 Mahlzeiten essen. Das schaffe ich einfach nicht, weil auch einfach der Appetit fehlt. Es ist einfach dieser Appetit, der nicht da ist. Dann, ja okay, zum Mittag vielleicht eine Kartoffel, 2-3 Happen Fleisch und vielleicht 2 Löffel Gemüse. Ja, und dann nachmittags nochmal... Nee, vielleicht gönne ich mir dann eine Praline oder so eine Praline oder sowas. Ich habe seit der OP eine richtige Abneigung gegen Süßigkeiten. Ja. Mag ich überhaupt nicht. Und vorher sehr gerne gegessen? Nee, gar nicht mal so. Ich bin nicht so eine große Naschkatze. Also, wir waren bei Mittag. Mittag so ein bisschen Kartoffel und ein bisschen Fleisch. Wann kommt die nächste Mahlzeit? Erst dann zum Abend? Zum Abend dann hin. Vielleicht nochmal nachmittags vielleicht mal eine Banane oder einen Apfel oder mal einen Joghurt oder so. Ja. Kein Hungergefühl zwischendurch? Nee, überhaupt nicht. Alles dann okay und dann ist dann nach dem Abendbrot ist dann auch Schluss. Wie viel ist es zum Abend dann? Eine Schnitte? Auch ein Knäcke. Auch ein Knäcke, aber mit irgendwas belegt dann. Ja, na sicher, natürlich. Ja. Dass ich dann da irgendwas das ist aber dann wahrscheinlich eine radikale Veränderung zu deinem Leben vorher, was du da verzehrt hast alles. Ja, okay, davor, ich meine, es ist nicht, okay, irgendwo muss es ja herkommen, die Figur. Es ist ja nicht von nichts gekommen. Es ist nicht so, dass ich jetzt vorher, da weiß ich nicht, 10 Kotelett oder was weiß ich, ein halbes Brot gegessen habe. Das war nicht der Fall. Ich habe nur einmal am Tag gegessen und dann aber gut. Ja. Und das war natürlich grundverkehrt. Einmal am Tag und dann gut, aber dann muss es aber auch sehr gut gewesen sein. Naja, es waren dann so 3 oder 4 Brötchen oder so 1,5 Pizza dann. Da wird man aber nicht so dick von. Vorher, also als ich diese Phase hatte, wo ich dicker wurde, da habe ich natürlich dann öfters gegessen, viele kalorienhaltige Produkte, die so richtig Bombenkalorien gehabt haben. Und dann hat sich das schon so zusammengeleppert, das Ganze. Ja. Ja. Ja, vor allem, es ist ja auch so, ich meine, dieses Zunehmen, das hat ja viele, viele Jahre gedauert. Und dieses Abnehmen, das wird jetzt relativ schnell gehen. Wie ist denn eigentlich deine Umwelt? Bist du verheiratet? Hast du einen Freund? Ich lebe in einer festen, glücklichen Beziehung. Ah ja. Und was sagt dein Partner dazu? Sicherlich hatte man vor der OP gesprochen gehabt und er hatte dann auch gesagt gehabt, wenn ich der Meinung bin und es machen möchte, okay. Also die ganze Familie unterstützt mich. Also ich möchte dich auch nur ermutigen, tapfer weiterzumachen. Ich meine, dir bleibt ja auch fast gar nichts anderes übrig. Kann man eigentlich so eine Operation irgendwie, was den Magen zumindest anbelangt, rückgängig machen? Nee, kann man nicht. Das Einzige, man könnte den Darm wieder umbauen, so dass wieder 4 Meter Verdauungstrakt sind, aber das muss ich nicht haben. Ich frage es nochmal, so rein theoretisch, wenn du dich an alles hältst, kannst du mit diesen Eingriffen, die operativ vorgenommen wurden, kannst du 100 Jahre alt werden? Ja, das kann ich auch 200 werden. Ja, nee, also ich meine, jetzt ist das natürlich eine Phase der Umstellung, ist mir völlig klar. Aber ich bin sicher, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten, dann wirst du sagen, ich fühle mich wie eine junge Fee. Oder so. Das will ich doch hoffen, ne? Ich meine, hässlich bin ich auch nicht vom Gesicht her, davon mal ganz ab. Was ich aber ganz mal fragen wollte, wenn man so viel Funde hatte und wenn man dann immer weniger, was ist dein Idealgewicht? Wo möchtest du hin? Also ich möchte ganz gerne auf jeden Fall, also durchs Abnehmen auf 80 Kilo kommen und anschließend kommen ja dann noch die ganzen chirurgischen Eingriffe, so bauchmäßig und genau, so. Da wollte ich drauf hinaus, weil das verschwindet ja nicht, das löst sich ja nicht in Luft auf, sondern schlimmerweise hängt das dann an einem. Ja. Das heißt, da musst du dich nochmal mehrfach wahrscheinlich unters Messer legen, ne? Ja, da werden auf jeden Fall dann mehrere OPs nochmal kommen. Ich habe jetzt nächste Woche wieder einen Termin in Magdeburg zur Nachkontrolle und hoffe dann auch, dass ich wieder schwimmen darf, dass ich dann regelmäßig schwimmen gehe, um auch ein bisschen was fürs Gewebe zu tun. Alles wegkriegen, wie gesagt, kriege ich sowieso nicht. Aber nochmal Kompliment, also dass du das alles so angegangen bist und du nimmst ja sehr, sehr, sehr viele Beschwerlichkeiten auf dich. Ja. Ich meine,
das ist natürlich nichts gegenüber dem, was vielleicht gedroht hätte, wenn du weiterhin so dick geblieben wärst. Ne, dann wären die gesundheitlichen Folgen wahrscheinlich auf Dauer noch viel schlimmer gewesen. Es wäre sowieso alles noch viel schlimmer gewesen. Ich bin 32, ich habe Arthrose im Knie, in den Fußgelenke. Ja. Es wäre ja nicht besser geworden, im Gegenteil, nur noch schlimmer. Also ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll und weiter so. Immer weiter so. Und lass uns doch wirklich mal so in, vielleicht so nächstes Jahr mal so im Frühjahr mal telefonieren. Kann ich gerne machen, ne? Dann kann ich gerne durchrufen. Ja, mail uns am besten und komm mal am besten durch. Ich habe keine E-Mail. Gut, dann wir können es aber auch so notieren und rufen wir dich nochmal an. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich die Sache entwickelt hat. Ja, gerne. Darf ich nochmal ganz kurz einen Gruß rausschicken? Ganz schnell. Ja, ich möchte ganz, ganz lieb meine Mami grüßen. Und möchte ihr einfach nur danken dafür, dass sie all die Jahre immer zu mir gestanden hat und auch jetzt an meiner Seite ist und mich unterstützt und tut und macht. Und einfach danke, Mami. G.U. Die Mama. Ganz genau. Tamara, alles Liebe, alles Gute und toi, toi, toi. Weiterhin und viel Erfolg. Ja, okay, ich danke dir. Tschüss. Für dich noch viel Spaß und viel Glück bei deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben wie immer heute Mittwoch eine freie Themennacht. Solltet ihr zufällig hier durchgezappt sein durch die Kanäle, dieses hier ist eine Live-Telefon-Talkshow. Hier kann man live anrufen und sich direkt mit mir unterhalten. Hier im WDR Fernsehen, bei Radio 1 Live. Und uns angeschlossen ist auch der neue Digitalkanal 1 Festival. So, heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema meine schlechte Eigenschaft. Und ich möchte gerne mit euch über eure schlechteste Eigenschaft sprechen. Meine schlechteste Eigenschaft. Vielleicht sagt ihr etwas mit schlechtem Gewissen darüber. Vielleicht sagt ihr aber auch, na okay, ich bin so und ich stehe dazu. Vielleicht erzählt ihr mir auch von einer Eigenschaft, die ihr so im Laufe der Jahre bekämpft habt. Eine ganz schlimme Eigenschaft. Und jetzt, wenn ihr vielleicht ein bisschen älter seid, diese schlechte Eigenschaft überwunden habt. Wie auch immer, morgen ist unser Thema meine schlechteste Eigenschaft und mit euch möchte ich gerne morgen darüber sprechen. Jetzt ist hier die Daniela und Daniela ist 20. Hallo Daniela. Hallo. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe Albträume und zwar nicht so diese normalen Albträume, von wegen man verliert einen lieben Angehörigen oder so. Mhm. Sondern Albträume, wie man sie aus dem Film kennt. Man wacht echt schweißgebadet auf und Herzrasen. Ich bin fix und fertig. Ja. Aber was träumst du dann, wenn du träumst? Unterschiedlich, komplett unterschiedlich. Fing ungefähr vor 3 Jahren an durch den Tod meiner Oma. Mhm. Und da war es halt so, dass meine Oma in dem Traum aufgetaucht ist und mir quasi ein kleines Kind weggeschnappt hat, was mir erzählen wollte, warum meine Oma überhaupt sterben musste. Mhm. Und im nächsten Moment kam dieses Kind eben wieder angerannt, nachdem es dann verschwunden war, rief halt Mama, Mama, das konnte man so, als wäre es im Nebenraum gewesen, hören und kam auf mich zugerannt und nahm mich in den Arm. Und das war für mich komplett verwirrend. Mhm. Und das Kind sagte zu dir, Mama, Mama. Genau. Hast du ein Kind? Nein. Nein. Mhm. Nein. Und später ging das dann weiter, dass sich diese Träume so weit entwickelt haben, dass ich in dem Traum gewusst habe, dass ich träume. Mhm. Und also im Sinne von, ich wache auf in meinem Bett und es kommt mir irgendwas merkwürdig vor und ich beiß mir zum Beispiel auf die Lippe und stelle fest, es tut nicht weh, aber ich blute. Mhm. Und und dann habe ich gemerkt in diesem ersten Traum eben, dass ich eine Art Schockeffekt brauchte, und um wieder wach zu werden. Mhm. Und seitdem habe ich jedes Mal, wenn ich so einen Traum habe, suche ich quasi nach irgendjemandem, der mich erschrickt oder weiß der Geier was erschlägt, um halt eben wieder rauszukommen. Und ich bin wirklich auf der Suche eben, um da wieder aus diesem Traum aufwachen zu können. Wie oft hast du so Träume? Komplett unterschiedlich. Es ist mal, dass es einmal im irgendwie Vierteljahr ist, dass so ein Traum vorkommt, dann aber auch wieder 2-3 Mal in einem Monat. Mhm. Und es ist immer so, man vergisst diesen Traum nach einiger Zeit natürlich wieder, denkt überhaupt nicht mehr dran. Und wenn man dann eben gerade überhaupt nicht mehr dran denkt, dann kommt eben wieder so ein Traum. Aber es sind immer unterschiedliche Sachen, an die du dich unter Umständen auch nicht so ganz konkret erinnern kannst. Ja, genau. So kann man sagen. Aber es sind immer schlimme Sachen. Jetzt erklär mir das mit diesem Schock nochmal, dass du einen Schock brauchst, um zurückgeholt zu werden. Es war zum Beispiel so am Anfang, als ich bin jetzt seit 2 Jahren mit jemandem zusammen und am Anfang war es so, ich habe diesen Menschen nicht so ganz vertraut. Und da war es in dem Traum so, ich war eben in meinem Zimmer und ich stellte eben fest, irgendwas stimmt nicht, ich muss hier raus aus diesem Traum. Ja.
und laufe aus dem Haus und sehe meinen Freund und schlage ihm dermaßen auf den Kopf, dass ich ihm quasi das Gehirn anschließend rausnehmen konnte. Das hört sich total brutal an. Mhm. Aber es war so, ich konnte es mir nachher eben erklären, von wegen, ich möchte in diesen Menschen reinschauen können. Mhm, so in der Art. Und es war aber in dem Moment so ein Schock, dass ich meinen Freund erschlagen habe, dass ich mich so erschrocken habe und geschrien habe, dass ich wieder aufgewacht bin. Und ein anderen Mal war es zum Beispiel, dass ich... Also bist du von deinen eigenen Schreien aufgewacht? Ja, genau. Kenne ich auch. Und habe ich auch manchmal. Ja, und ein anderen Mal war es halt so, dass ich eben auch wieder durch dieses Haus gegeistert bin und plötzlich stand eben jemand hinter der Tür und hat wirklich einfach nur Buh gemacht. Und es hat mich dermaßen erschrocken, dass ich dadurch auch wieder aufgewacht bin. Mhm. Und es muss immer wirklich so ein Erschrecken sein. Mhm. Aber du bist diesen Träumen völlig ausgeliefert? Ja. Du kannst gar nichts machen, du kannst nur unter Umständen mit Angst ins Bett gehen, in der Hoffnung, dass dann zum Schluss auch so etwas passiert, dass du dadurch wieder in die Realität hineingestoßen wirst. Genau. Wie sehr belasten dich diese Träume? Ja, wenn es jetzt dabei darum geht, sage ich mal, eben wie gesagt, wenn jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Mord geschieht oder dass ich jemanden verletze oder mich jemand verletzt, es ist natürlich schon so, warum? Und ich liebe doch diesen Menschen über alles, sei es mein Freund, meine Mutter, wer auch immer. Ich versuche halt rauszufinden, ob da irgendwas am Tag vorher passiert ist. Ist mir klar. Die Frage ist, wie dich grundsätzlich diese Träume, diese Albträume belasten? Ja, sie verfolgen mich halt. Ich habe Angst vorm Einschlafen. Und dadurch, dass ich eben alleine wohne, ist es dann auch so, dass ich wirklich in meiner Wohnung Panik kriege. Und wirklich, also es ist schon so weit gekommen, dass ich alle Türen hinter mir abgeschlossen habe, weil ich echt gedacht habe, hier ist irgendjemand, der mir was Böses will. Und man kann sagen, ausgelöst ist es wirklich durch den Tod der Oma. Ja, genau. Vorher war es nie. Nee, da waren es ganz normale Albträume, wie gesagt, aber auch selten, sage ich mal. Also nicht so was Krasses und schon gar nicht, dass ich weiß, dass ich träume. Hört sich ganz eindeutig für mich an, Daniela, für eine Sache, dass das eine Sache für einen Psychologen ist. Ja. Ganz, ganz eindeutig. Da kann man sicher nicht mit ein paar Worten was sagen und ich schon gar nicht, weil ich kein Psychologe bin. Ja. Aber wenn das so gravierend ist und wenn es dich belastet und wenn es sogar solche Auswirkungen hat, dass du Angst hast, ins Bett zu gehen oder die Wohnung abschließt und so weiter, würde ich einen Psychologen mal aufsuchen. Ja. Um mal gemeinsam mit dem diese ganze Sache vielleicht zu entknoten und zu sehen, wie die Ursachen sind, dass ihr das dann gemeinsam bereinigen könnt. Wir sind dir gern behilflich, da vielleicht dir noch ein paar Tipps zu geben, wo und wie du dich an einen Psychologen wenden könntest. Das wäre prima. Ja, dann legst du bitte auf, jetzt gleich, und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Alles klar. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über die E-Mail-Adresse oder übers Telefon. Hier ist nach der Tamara, vorhin haben wir jetzt die Tamira. Stimmt das? Ja. Hallo Tamira. Hallo, der Name ist Samira mit S. Ach, mit S. Du ja, genau. Himmel. Samira. Ja, genau. Samira, 29 bist du. Ja, richtig. Es ist aber schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich dich immer schon sprechen. Ja. Ich finde es auch schön, dass du da bist. Ja, toll. Über was reden wir denn? Ja, also es geht darum, dass ich verliebt bin in einen Mann, der verheiratet ist und ein Kind hat. Mhm. Wie lange schon? Nochmal? Wie lange schon? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja. 5 Jahre mit einem Mann, der verheiratet ist und ein Kind hat? Ja. Wie alt ist denn das Kind? Das Kind ist mittlerweile schon 9. Mhm. Also das Kind war schon da, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, genau. Ist es eine Sexaffäre oder ist es eine Liebesbeziehung? Also zwischen mir und ihm, oder? Ja. Ja, nein, also das ist ein bisschen anders gelaufen. Wir haben uns kennengelernt auf einer Sportreise. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben uns super verstanden auf Anhieb. Und er hat sich beschwert über seine Frau, dass er also sich mit ihr nicht so gut verstehen würde. Und Hat sich ein bisschen bei dir ausgeheult. Genau, er hat sich bei mir wirklich ausgeheult und ich habe ihm also zugehört und versucht, ein paar Tipps zu geben. Interessante, was soll man dann noch dazu sagen? Interessante Anmachtour, ne? Genau, wie die Männer nun mal so sind. Wie die Männer mal so sind, ja. Okay, also das war der Anfang.
Ja, das jetzt war aber gerade meine Frage gewesen, ob sich da in diesen 5 Jahren eine Liebesbeziehung entwickelt hat zwischen dir und diesem Mann, oder ist das eine reine Sexaffäre? Nein, also es war eine kleine Affäre. Er hat mir, muss ich dazu sagen, nicht ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass er verheiratet ist, sondern als erst was gelaufen ist zwischen uns. Ach so. Gerade hast du es so erzählt, das hätte er sofort damit angefangen mit der Geschichte von der Frau. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert. Also es hat etwas gedauert, ne? Ja. Mhm. Also es hat sich was entwickelt, sexuell, und dann, ein paar Tage später erzählte er mir, wo wir uns also letztendlich verabschieden wollten, weil die Reise war ja dann zu Ende. Ich war ja vorher dort. Ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Liebst du diesen Mann? Liebst du ihn oder ist das eine Sexgeschichte? Ja, also ich kann mit ihm nicht abschließen. Das ist mein Problem. Ja. Also ich habe für diesen Mann habe ich starke Gefühle, und ich merke immer wieder, wenn ich einen anderen kennenlerne, dann dauert es. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, wann ich an den wieder denke. Mhm. Und das heißt also, wenn du sagst, ich kann mit dem nicht abschließen, das heißt, dass du es eigentlich schon mehrfach versucht hast und es eigentlich auch willst. Ja. Aber es geht nicht. Ich habe ihn ja auch dazu gefragt. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich eine Beziehung mit mir vorstellen kann und wie das weitergehen soll. Seine Worte waren, dass er verheiratet bleiben wird. Ja. Und dass es da für uns beiden einfach keine Chance gibt. Ich halte das nochmal fest. Das ist ja nicht irgendwie so eine kleine Geschichte. Das hat 5 Jahre jetzt gedauert. Ja, ich 5 Jahre. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich kann diesen Mann einfach nicht abschließen. Das ist einfach ganz furchtbar. Du hast in diesen 5 Jahren mit keinem anderen Mann ein Verhältnis gehabt? Doch. Das doch, schon. Doch. Aber hast dich nicht verliebt in einen anderen Mann? Ich habe mich auch verknallt. Allerdings hat es, das ist eine Sache von 2, 3, 4 Wochen gewesen, und dann war das auch vorbei. Hat dieser Mann, dieser verheiratete Mann, hat der irgendwann mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Ja, sehr oft. Das so. Aber er hat gesagt, ich liebe dich, aber ich bleibe verheiratet. Genau. Tolle Aussage, ne? Ja. Das heißt, wenn er sich getrennt hätte, damals, vor ein paar Jahren mal, von seiner Frau, dann wärst du bereit gewesen, mit dem eine Beziehung anzufangen. Auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt war das auch mein Wunsch, obwohl ich keine Familie auseinanderbringen möchte. Also, das ist ganz klar. Aber irgendwie, ich habe mich ja halt in ihn sowas von verliebt, und das ist ein Phänomen, weil als ich ihn kennengelernt habe, war ich 24 Jahre alt. Und davor hatte ich schon eine Beziehung, die erste große Liebe, die dann in die Brüche gegangen ist, und dann ein paar Flirts, und das war's dann auch. Und dann kam er, und die Geschichte war so, dass er mir explizit das Gefühl vermittelt hat, dass ich die einzige Frau auf der ganzen Erde bin, und das Gefühl habe ich nie wieder bei einem anderen Mann erfahren. Aber das war ja gelogen. Da gab es ja zumindest noch seine Frau. Ja, es gab zumindest seine Frau. Also wir haben uns kennengelernt, wie gesagt, die erste Zeit hat er nichts von seiner Frau erzählt, dann fing er damit an. Na gut, aber wenn du sagst, er hat dir dieses Gefühl vermittelt, du wusstest doch, dass er verheiratet war. Ja. Zumindest nach einer gewissen Zeit wusstest du es. Ja, ich verstehe das selber nicht. Also wenn wir zusammen waren, wenn wir uns unterhalten haben, wenn wir uns angeguckt haben, hatte ich das Gefühl, dass ich die einzige Frau auf der ganzen Welt bin. Ja, dann ist das jemand, der... Es ist ein Widerspruch, ne? Ja, nein, das ist jemand, der die Frauen oder dich zumindest gut um den Finger wickeln kann. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. 5 Jahre deines Lebens hast du mit diesem Mann zugebracht. Ja, und das ärgert mich sehr. Und es ärgert dich sogar sehr. Und heute ist so die Haltung, ich will von dem Kerl weg. Ja. Weil ich nicht zu Potte komme mit dem. Genau, ich kann nicht abschließen. Wann hast du denn das letzte Mal ihn gesehen? Vor ein halbes Jahr. Ach, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Hast du da zu ihm gesagt, ich will nicht mehr? Nein, ich konnte das nicht. Es ist so... Ja, Moment. Wenn ihr euch ein halbes Jahr nicht gesehen habt, dann muss ja einer eine Entscheidung getroffen haben. Von wem geht das aus, dass ihr euch jetzt nicht mehr seht seit einem halben Jahr? Angeblich hat er keine Zeit. Ach so. Ach so, also von ihm geht das sogar aus? Ja. Das heißt, wenn er anrufen würde, Samira, komm doch morgen mal vorbei oder ich komme vorbei, dann stündest du auf der Matte. Mittlerweile will ich das gar nicht mehr, ne? Also mittlerweile möchte ich wirklich nur eins erreichen. Ich möchte mit ihm abschließen
Und ich möchte einfach, am liebsten möchte ich mit ihm gar nichts zu tun haben, aber es geht nicht. Dann kommt eine SMS, dann kommt ein Anruf und ich kann ihn einfach nicht widerstehen. Ich schaffe es nicht. Moment. Also ist das ein klares Ja auf meine Frage. Wenn er dich anrufen würde, komm, wir treffen uns, dann würdest du dich mit ihm treffen? Ja, ehrlich gesagt schon, aber so. Ich will es eigentlich nicht. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Aber 5 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. 5 Jahre ist eine lange Zeit. Und irgendwann muss man sich ja auch mal mit den Realitäten beschäftigen. Da kann man zehnmal sagen, ja, ich kann es nicht und ich will, ich kann es nicht und ich habe meiner selbst und die Gefühle sind zu groß und ich kann nicht abschließen. Was tust du denn dafür, dass du ihn loswirst, dass du abschließen kannst? Was tust du dafür? Also ich habe solche Sachen wie, ich habe mit ihm telefoniert und danach habe ich mir gesagt, so, ich merke mir jetzt das Datum, heute ist, der 10. November, ich habe mit ihm telefoniert und jetzt ist Schluss, jetzt telefoniere ich nie wieder mit ihm. Das nehme ich mir immer wieder vor und das klappt einfach nicht. Dann braucht er nur irgendwie anzurufen oder eine SMS zu schreiben, dann dauert es ein paar Stunden, ehe ich auf eine SMS antworte, weil ich immer wieder mit mir kämpfen muss. Aber letztendlich antworte ich auf die SMS. Und das ärgert mich immer wieder, dass ich einfach mich nicht hinstellen kann und sagen kann, lass mich in Ruhe. Das ist natürlich erst ein Problem. Ich kann dir nicht sagen, wie du dich hinstellen kannst und sagst, lass mich in Ruhe. Das musst du schon selbst machen. Das geht nur mit eiserner Disziplin. Ja. Nur mit eiserner Disziplin. Und nur, indem man sich wirklich zwingt. Und wenn du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, dann muss ich jetzt einen ganz bösen Satz sagen, dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Denn es geht dir ja eigentlich schlecht mit dem Mann, weil der Mann macht dich ja nicht glücklich. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und du suchst ein Glück und dieser Mann blockiert dein Glück. Ja, aber genau. Ne, so ist es. Auch. Du kannst dich, wie du es mir gerade schon erzählt hast, du kannst dich gar nicht auf jemand anderen einlassen. Wenn du dich mal ein bisschen auf jemand anderen einlässt, dann ist irgendwann er wieder da. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, also, da gibt es eigentlich nur den einzigen Ratschlag zu sagen, dass man alle Verbindungen abbricht zu dieser Person. Dann lass dir eine neue Handynummer geben und eine neue Telefonnummer, weiß ich. Zumindest, dass er auch schon mal nicht so leicht an dich kann. Und du definitiv zu ihm sagst, sollte noch irgendwie etwas sein, ich möchte absolut keinen Kontakt mehr mit dir haben. Also du meinst, das soll man schon aussprechen? Aber natürlich. Ich gehe davon aus, dass du schon getan hast. Du hast das nicht getan. Ich hab das zweimal gemacht und dann bin ich immer wieder darauf wieder, also es war so, ich hab zweimal gesagt, dass ich explizit keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Zu wenig. Bei 5 Jahren ist das zu wenig. Ja. Zu wenig. Und du musst es viel harter sagen, du musst es viel klarer sagen. Aber offensichtlich ist er auch gar nicht so sehr an dir interessiert, wenn er dich ja schon ein halbes Jahr hängen lässt. Ja. Also Samira, klare Aussage zu dir, ich will ihn nicht mehr, klare Aussage zu ihm, ich will dich nicht mehr. Und dann machst du die Schotten dicht. Und dann gibt es aber auch keinen mehr, ich kann nicht und ich werde schwach und so und dann musst du da durch mit aller... Ja, ich habe auch Angst, dass er mich, also er wird mich jetzt, wenn ich ein drittes Mal sage, ich möchte keinen Kontakt mehr, wird er mich wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen, weil ich würde das dann zum dritten Mal tun. Ja. Reagier doch einfach gar nicht, wenn er sich meldet bei dir. Das ist die beste Antwort. Das ist die klarste Antwort. Wenn man nicht mehr reagiert, dann sind alle Worte gewechselt und dann ist die Position klar. Also eigentlich, ja, muss man ja eigentlich den Kontakt abbrechen, ja, oder? Definitiv. Aber ganz radikal, finde ich. So, Samira, jetzt ran ans Werk. Okay? Ja, okay. Nicht, dass das nochmal 5 Jahre dauert. Nein, hoffentlich nicht. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, Morgennacht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt meine schlechteste Eigenschaft und ich möchte gerne mit euch über eure schlechtesten Eigenschaften sprechen. Jeder von uns hat schlechte Eigenschaften und wenn wir selbstkritisch mit uns sind, kann man auch sagen, das oder das ist die schlechteste Eigenschaft. Und möchte gerne mit euch darüber reden, wie ihr dazu steht, ob ihr zu der schlechtesten Eigenschaft steht, wie die anderen damit umgehen, was für einen Schaden ihr vielleicht durch eure schlechteste Eigenschaft schon angerichtet habt. Oder wie ihr unter Umständen auch eure schlechteste Eigenschaft bekämpft habt. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch da schon anmelden wollt, dann meldet unter domian@wdr.de.
www.edeltraut.de. Edeltraut, 52 Jahre alt. Hallo Edeltraut. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Dein Thema. Ich habe einen Schock des Lebens bekommen am Freitag. Letzten Freitag? Ja. Was ist passiert? Ich habe meinen Sohn angerufen, freudigerweise, und wollte eigentlich mal seine Meinung hören, was er dazu sagen würde, wenn ich jetzt nochmal als Heilpraktikerin mich ausbilden lassen würde. Mhm. So, und dann meinte er, ja, eigentlich bist du ja zu faul, deinen Müll selber runterzubringen, aber wenn ich denn deine Praxis dann übererben werde, dann mach das. Och, das so. Hat dein Sohn zu dir gesagt? Ja. Und zum Zweiten fragte ich, weil ich lange alleine bin, ich sag, wenn ich jetzt mal einen Partner finden würde, und das würde ein Ausländer sein, was würdest du dazu denn sagen? Und dann kam ganz knallhart, du und ob du auf die Weide gehst und dich da vom Pferd ficken lässt, mir ist das scheißegal. Ja, hör mal, was ist denn das für ein Sohn und was habt ihr für ein Verhältnis mit ihm? Ja, eigentlich ein ganz gutes. Und Mama hier, Mama da, Küsschen hier, Küsschen da. Wie alt ist er? 20. Wo wohnt er? Bei dir noch? Nee, er hat eine eigene Wohnung in der Stadt und ja. Ich habe die Wäsche gewaschen und kam hier zum Essen, alles gut und schön immer. Es ist kein Streit vorhergegangen, aber er ist in seinem Leben sehr unzufrieden, weil er hat damals die Schule hingeschmissen, keine Ausbildung, keine Schulabschluss, kein gar nichts. Mhm. Schulabschluss wollte er letztes Jahr machen, kam nicht in die Pötte, denn ja, mal ein Fahrraddiebstahl und dann so. Jugendarrest, dann hat er jetzt schon wieder irgendwas gehabt. Wovon was lebt er? Sozialhilfe. Vater Staat. Ja, natürlich. Mhm. Ist doch, und ich gehe arbeiten für 3,50 Euro ja. die Stunde und dann sagt er, wenn du so bekloppt bist und das machst, ist das ja deine Sache. Mhm. Als er das am Freitag hat er das zu dir gesagt. Ja. Wie lange hattet ihr euch vorher nicht gesehen? Wir haben uns am Dienstag gesehen und da war alles in Ordnung. Da war alles in Ordnung? Ja. Also ich halte fest, vorher war das eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn? Ja, es war bloß, ja so, ich habe das als schwarzen Humor aufgefasst damals. Muttertag, Geburtstag gab das keine Blume und dann sagte meine Tochter, warum schenkst du Mutter denn keine Blume? Hm. Ja, sagt er, Beerdigung wäre noch teuer genug. Und das habe ich so als echt total schwarzen Humor aufgefasst. Aber das jetzt, ich kann das überhaupt nicht wechseln und bin... Verstehe ich. Du hast noch ein Kind, eine Tochter. Ja, ich habe im Ganzen drei. Ja. Der Große ist 30, 26 und der Achso, das ist auch doch der Kleinste. Kleinste. Der Kleinste. Und mit den anderen ist alles in Ordnung? Ja. Mhm. Lebst du alleine oder mit einem Partner? Nein, ich lebe alleine. Du lebst alleine. Mhm. Hast die Kinder auch alleine großgezogen? Ja. Ja. Mhm. Finde ich wirklich schockierend, wenn man das von einem eigenen Sohn hört. Ja, ich bin... Wie hast du da in der ersten Sekunde, wie hast du darauf reagiert? Dann klopfte das bei ihm in der Leitung und das klopft in der Leitung und ich habe gesagt, ja, mein Junge, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und tschüss. Und seitdem nichts mehr gehört? Gestern ging nochmal Telefon und dann, wer ist da? Ja, ich. Kannst du mich mal zurückrufen? Ich sag, du, ich kenne dich nicht, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wieso? Ich sag, überleg mal, was du Freitag gesagt hast. Mhm. Ich sag, klingel hier nicht mehr, ruf mich nicht mehr an, ich leg das Telefon auf und Tür werde ich dir auch nicht öffnen. Ich bin... Und was sagt er darauf? Gar nichts, weil ich dann aufgelegt habe, weil... Kann das sein, Edeltraut, dass du früher mit dem... eigentlich sehr gutmütig umgesprungen bist. Ja, viel zu gutmütig. Viel zu gutmütig. Genau, ja. Das habe ich mir gerade gedacht. Dass der weiß wahrscheinlich gar nicht, was er da gesagt hat, weil er dich wahrscheinlich schon sehr oft beleidigt hat und du hast das irgendwie weggesteckt oder hast es noch hingebogen, so wie mit dem schwarzen Humor, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Und jetzt hat er die Grenze überschritten für dich und der kapiert das gar nicht, weil er irgendwie so gewohnt ist, ach, der Mama, der kann man alles an den Kopf knallen. Mit der kann ich es machen. Obwohl ich ihm seine Grenzen auch schon gezeigt habe und gesagt habe, jetzt ist Schluss oder so. Aber irgendwo, weiß ich nicht, er ist mit seinem Leben momentan so unzufrieden. Er musste eine Maßnahme von der Agentur für Arbeit machen. Das passt ihm überhaupt nicht, da ist er erstmal unter Druck, weil er sonst kein Geld mehr bekommt. Mhm. Und dann hat er noch irgendwie eine Strafe abzuarbeiten, wo er auch nicht in der Pötte kommt. Also dann hat er eine Kontopfändung,
Und das sind natürlich alles Sachen... Grundunzufrieden? Ja. Grundfrustriert und lässt es an der Mutter aus? Ja. Weil er mit seinen Freunden, da tut er, als ob er der Schöne und der Gute ist, weil er ja nun auch alles hat. Und die ganze, das, was er besitzt, ist eigentlich alles meins. Das habe ich mir alles finanziert. Das auch noch? Ja. Also gut finde ich ja jetzt schon mal, dass du ihm das gesagt hast und er weiß, wie sehr du verletzt bist. Das weiß er jetzt, ne? Durch das letzte Telefonat weiß er das. Ja, ich bin aber total neben mir, ne? Egal wer es kann kein Mensch verstehen, wieso auf einmal aus heiterem Himmel, wenn Streit gewesen wäre oder irgendwas. Ich glaube ja gar nicht, dass das so aus heiterem Himmel ist. Ich glaube ja, wenn ich dabei gewesen wäre, so als Fremder, dass ich vielleicht schon immer wieder mal in den letzten Jahren zusammengezuckt wäre, was der zu dir sagt. Dass du es gar nicht mehr so wahrgenommen hast. Und jetzt hat er den Bogen überspannt mit dem, was er getan hat. Ja, aber das ist reichlich überspannt. Aber hallo. Beleidigung, Diskriminierung, ich kann das... Müssen wir gar nicht drüber reden. Kriegt er von dir irgendwie noch Kohle im Moment, irgendeine Unterstützung oder irgendwas? Ich habe ihm unterstützt, indem ich seine Wäsche gewaschen habe oder wenn er nichts zu essen hatte, dass ich ihm dann irgendwie Lebensmittel gegeben habe oder er bei mir gegessen hat. Hat er von deiner Wohnung einen Schlüssel? Nein. So, weißt du, was ich machen würde mit dem Knaben? Na? Ich würde jetzt erstmal ganz radikal alle Brücken unterbrechen, alle Verbindungen unterbrechen. Ja. Der wird keine Wäsche gewaschen, der kriegt auch nichts zu essen, der ist 20 Jahre alt, der soll um sich selbst sich kümmern, bis der kapiert hat, wie sehr er seine Mutter verletzt hat und wie sehr er ihr wehgetan hat. Ja. Wenn er zu dir kommt und sich entschuldigt... Nee, damit ist das, glaube ich, nicht getan. Also wenn ich das jetzt so tief... Ja. Okay, aber ich meine, das wäre ja schon mal immerhin was. Aber ich glaube, so wie du den jetzt geschildert hast, kommt der auch gar nicht und entschuldigt sich, oder? Weiß ich nicht. Also, und würde ich gar nicht annehmen. Ich bin, mir fehlen wirklich... Was sagen denn, hast du denn deinen anderen Kindern davon erzählt? Ja. Was sagen die dazu? Ja, ich kann das überhaupt nicht begreifen. Und wieso, warum? Ja, hier steht Weihnachten vor der Tür. Ja, schön. Wie wird das sein? Ja, ich werde arbeiten gehen und dann ist Weihnachten für mich gegessen. Weil dann soll er alleine Weihnachten feiern. Wenn er übermorgen vor der Tür steht bei dir und klingelt, was sagst du ihm? Gar nichts, ich mach gar nicht die Tür auf. Aber du weißt ja nicht, dass er es ist. Ja, dann schließlich mache ich gleich wieder die Tür zu. Ja. Ja, ich finde es richtig, Edeltraut. Ich kann deinen Schmerz, deine Verletzung verstehen. Ich würde auch sehr hart mit dem umspringen. Weil der muss, glaube ich, einfach mal ein bisschen lernen, dass man respektvoll mit Leuten umgehen muss und vor allen Dingen mit der eigenen Mutter, die offensichtlich sehr viel für ihn getan hat. Ja. Und wenn das jetzt seine Lebenskrise noch vertieft, dann ist es halt so. Vielleicht wacht er dann auf und kommt irgendwie mal auf klare Gedanken. Das muss er scheinbar, weil anders, er hatte mal 14 Tage Jugendarrest und von da, die Briefe, die waren sowas von lieb und ja, er weiß ja, was er für Scheiß gebaut hat er wird sich ändern und er weiß, wie er mir schon wehgetan hat. Da ist heute kein Fünkchen mehr dran zu sehen, überhaupt nicht. Also hat er damals schon Briefe geschrieben und hat dir geschrieben, er weiß, wie sehr er dir wehgetan hat? Ja, in einigen Sachen und so, auch dass er jetzt da 14 Tage Jugendarrest, das hat ja auch schon das. Und Polizei mit Hausdurchsuchung war damals, ich habe schon so einiges mit ihm durch. Und also ich möchte dich wirklich bestätigen in deiner Haltung, jetzt in der Härte zu zeigen. Ja. Wirklich, du hast alles Recht dazu, dich so zu verhalten und mach das so lange, wie du das für richtig hältst. Und dann kann man weiter gucken. Ja. Ja, definitiv. Ja. Bloß nicht jetzt nachgeben. Wenn du jetzt nachgibst, dann tanzt der dir wirklich total und kolossal auf der Nase rum. Das kann ich gar nicht. Ich lasse mir sowas von Fremden nicht bieten und ich muss mir das von meinem Sohn oder meinen Kindern überhaupt nicht bieten lassen. Also so, und im Übrigen finde ich das toll, wenn du mit 52 nochmal sagst, ich will irgendwas was Neues anfangen und eine Ausbildung als Heilpraktikerin machen. Finde ich klasse, wenn du das machst. Ja, und das liegt mir auch. Und aber da nun drauf zu spekulieren irgendwo, na, wann kratzt sie denn ab? Hoffentlich hinterlässt sie eigentlich. Unglaublich. Also es ist ekelhaft. Ist, ja, es ist alles ekelhaft. Auch das andere, was du erzählt hast, das müssen wir gar nicht nochmal wiederholen. Das ist ganz schlimm. Hart durchgreifen, Edeltraut. Ja. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tina ist hier, 28. Hallo Tina.
Hallo Domian. Hallo Tina. Dein Thema? Mein Thema ist, mein Verlobter ist ein amerikanischer Soldat im Irak. Oh weia, oh weia. Oh weia. Wie lange schon? Seit 5. Januar. Seit 5. Januar. Und wie lange noch? Wenn wir Glück haben, ist er noch vor Weihnachten da. Ansonsten so, würde ich sagen, zwischen dem 31. Dezember und 7. Januar. Das geht ja. Das heißt, die schlimmste Zeit und die größte Zeit ist schon vorbei. Richtig, ja. Aber das war wahrscheinlich auch ein Höllenjahr für euch, ne? Oder für dich? Sagen wir mal so, dadurch, dass meiner Gott sei Dank Kommunikation ist, da Computer vor sich hat und Telefone und so, also wir telefonieren fast regelmäßig jeden Abend. Ach so, und das darf er auch oder macht er das so heimlich? Nee, das geht schon. Das geht schon, ne? Das heißt, was genau macht er? Ist er auch dort unten so im Telekommunikationswesen tätig? Oder? Richtig, genau. Also er sitzt da eigentlich, er hat im Moment die Schicht von 5 bis um 11, von 5 bis um 1. Ja. Nachts und sitzt dann da an den Computern und gibt dann halt, checkt dann die ganzen anderen Computer von den anderen Einheiten in ganz Irak. Achso, sitzt der in Bagdad? Nicht direkt in Bagdad, der ist irgendwo zwischen, keine Ahnung, irgendwo in der Mitte halt. Ist denn die Region oder der Ort, wo er ist das auch so ein gefährdeter Ort wie Bagdad oder ist es da ein bisschen ruhiger? Nein, das ist ganz schön heftig. Mhm. Der hat mich vor 3 Stunden hat er mich angerufen und dann sind wir unterbrochen worden. Ich habe noch den Einschlag der Bombe gehört und dann war vorbei. Oh ja. Mhm. Und das heißt, du bist ja dann doch, auch wenn ihr ständig miteinander telefoniert, eigentlich das ganze Jahr in Angst, dass ihm was passiert. Nur dann, wenn er dann mich anruft und sagt, dass er mal wieder auf einem Konvoi war, also in so eine, ach so, dass er außerhalb des Camps war. Mhm. Die sind ja da in Camps untergebracht und dadurch, dass das Camp von ihm, wo er ist, eigentlich das kleinste ist von den ganzen Camps im Irak, aber dadurch, dass es so weit alles verteilt ist, also dass da Zelte sind, beziehungsweise Unterbringungsorte und dann da die Duschen und da passiert nicht viel. Hat er denn aus seinem direkten Umfeld schon jemanden verloren? Es sind ja nun traurigerweise schon sehr viele Soldaten gefallen dort unten. Also da sind wir in der glücklichen Situation, dass von unserer Einheit sich nur ein Soldat selber das Leben genommen hat, aber sonst kein weiterer verloren gegangen ist. Mhm. Du sagst von unserer Einheit. Ja, also er ist 17th Signal Battalion. Und dann gibt es die 121, 701st, 143, ja. ADA und so weiter. Das sind also verschiedene Einheiten. Und du identifizierst dich so damit, dass du sagst, unsere Einheit. es ist halt so, dass ich arbeite in einer amerikanischen Bar. Ach so. Und habe dann halt damit mit amerikanischen Soldaten von diversen verschiedenen Einheiten zu tun, die also aus dem ganzen Umkreis hier kommen. Aber, was heißt hier, in welcher Gegend wohnst du? Ich wohne in der Würzburger Ecke. In der Würzburger Gegend. Mhm. Das heißt, das gibt dann ja ein riesengroßes Wiedersehen, ein großes Hallo, wenn er kommt. Ja. Aber hallo. Ja. Also er war jetzt im September, war er auf Urlaub. Ach so, Urlaub hatte er auch. Ja, die haben in dem einen Jahr, wo er jetzt hier war, wo er jetzt da im Irak ist, hat er 14 Tage Urlaub. Du gehst doch, finde ich, erstaunlich locker damit um. Ich glaube, ich hätte mehr Sorge, wenn ich an deiner Stelle wäre. Naja, es ist halt so, dass es gibt die Family Readiness Group, nennt sich das. Das ist eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus den hier gebliebenen Ehefrauen, verliebten Freundinnen. Und da kriegen wir dann einmal im Monat ein Briefing von dem obersten, keine Ahnung, wie der heißt. Was heißt Briefing? Seelenmassage oder wie? Nee, das ist Informationen über das, was unten im Irak los ist. Ja gut, also, da kann man ja auch nicht trauen, ob das alles echt ist, was die da sagen. Man kann denen mehr vertrauen als das, was man aus den Nachrichten oder sonst von irgendwelchen meinst du? Leuten. Ja, also da bin ich schon. Weil das ist oftmals ist es auch so, dass wir halt per Videoübertragung ist er uns zugeschalten. Mhm. Also das ist Wie viele tausend, es sind über 1000 amerikanische Soldaten hier schon gefallen? Ne? Es sind ungefähr 2200. Über 2000. Ja, mhm. Ja. Was ja eine schlimme, schreckliche und traurige Bilanz ist. Ja, richtig. Was denkst du, die du jetzt ja sehr direkt daran beteiligt bist, mehr oder weniger, durch die Verbindung zu deinem Freund, was denkst du über diesen Irakkrieg? Ich persönlich, es ist absoluter Schwachsinn, was da los ist. Mhm. Also ich denke schon, dass
dass die Iraker schon in der Lage sein könnten, sich selber auf die Reihe zu bekommen. Es ist also von dem, was ich hier mitbekomme, von den Soldaten hier und so, ist es einfach nur, dass Bush da nur drin ist wegen Öl und Geld. Also das ist das, was ich weiß. Ist so die Stimmung bei den Soldaten auch, dass die im Prinzip sehr unzufrieden sind? Und Sagen wir so, also bevor die letzten im letzten Jahr rübergegangen sind, da waren sie alle noch, ja, Bush hier und Bush ist super und hast du nicht gehört. Und jetzt kommen die alle wieder und sagen, ey, das ist der größte Scheiß, das ist der größte Fehler gewesen, den wieder zu wählen. Und mein Verlobter, der ist, er ist zwar in der Army, aber er ist nicht wirklich ein Fulltime-Soldat. Ja. Also er ist... Wenn er jetzt zurückkommt, hoffentlich nun sehr bald, besteht die Gefahr, dass er dann irgendwann nochmal runter muss, oder war es das dann? Also es ist so, dass er letztes Jahr im Juni sind seine Papiere zum Ausstieg aus der Army gestoppt worden. Das hieß, dass er wieder zurück musste. Und jetzt, wenn er wiederkommt, ist keine Chance für die, ihn wieder zurückzuziehen. Achso, aber er bleibt weiter Soldat? Nein. Der kommt raus aus der Armee. Er ist ganz raus aus der Armee. Ja, er wäre dieses Jahr im März wäre raus gewesen. Ah, verstehe. Und jetzt dann... Was plant er denn oder was plant ihr? Also wir planen dann, im April geht er dann zurück in die USA und ich werde ihm dann Ende nächsten Jahres folgen. Und was macht er da unten dann? Er wird in seinem alten Beruf weiterarbeiten, als, das ist so Maschinenteile, so am Computer herstellen und so. Ja. Und ich werde dann an der Schule, wo seine Mutterlehrerin ist, im Deutschunterricht mitarbeiten. Ah ja. Und werde aber nebenbei auch noch andere Aufgaben erledigen, ja. Also halt irgendwie mich da einarbeiten. Ja, also tolle Pläne. Ich wünsche, dass das alles dann auch so gelingt, wie ihr euch das vorgenommen habt, und wünsche vor allen Dingen, dass dein Verlobter gesund und heil dann bald nach Hause kommen wird. Dankeschön. Alles Gute, Tina. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema, nochmal ein Hinweis auf morgen, heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch reden über eure schlechteste Eigenschaft, wie ihr sie seht, ob ihr dazu steht, ob ihr sie bekämpft habt, welche Schwierigkeiten ihr deswegen schon hattet, welche schlechte Gewissen ihr vielleicht deshalb habt und so weiter. Meine schlechteste Eigenschaft, Thema morgen bei uns. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer hier schon anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 und um 1 geht's dann los im Radio und im Fernsehen. Hier ist Sören. Sören ist 19. Hallo Sören. Ja, hallo. Hallo Sören. Ja, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Problem ist, dass ich mich nicht mehr vor die Tür traue. Und das hängt damit zusammen, dass ich vor einem halben Jahr zusammengeschlagen wurde. Von wem? Ja, es waren zwei Typen. Ich war auf dem Nachhauseweg. Sie wollten halt Geld. Und ich bin dann weggelaufen. Sie haben mich dann irgendwie eingeholt. Ja, und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell. Sie haben mir den Arm gebrochen und zwei Rippen gebrochen. Klingt aber sehr brutal. Ja. Arm gebrochen, Rippen gebrochen. Das endete dann im Krankenhaus irgendwie. Ja, ja, klar. Von einem halben Jahr, sagst du, war das? Genau. Hast du die gekannt? Nee, es waren irgendwie völlig Fremde. Keine Ahnung. Das war ein reiner Zufall, meinst du? Oder bietest du für irgendwelche Leute eine Provokation durch ein Äußeres? Eigentlich nicht. Das war also eher so wegen des Geldes. Wegen des Geldes. Wie viel hattest du bei dir? Ich hatte 60 Euro etwa bei mir. Du hast Anzeige erstattet? Ja, sicher. Ja. Und ist da was bei rumgekommen? Nein. Gar nichts? Nein, gar nichts. So, ein halbes Jahr ist das her und jetzt sagst du, du traust dich nicht mehr raus. Ja, also ich gehe halt noch zur Schule, werde zur Schule gefahren mit dem Auto, meine Eltern. Ja. Und abends geht's gar nicht, ja. Komme ich gar nicht raus, habe ich zu viel Angst. Und nachmittags geht das nur entweder mit Freunden oder halt mit meinen Eltern oder einer aus der Familie. Das heißt also, du hängst viel zu Hause ab? Ja. Sehr viel? Ja, ja. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Wie geht das denn? Sie kommt mich halt besuchen. Aber ihr könnt dann kaum was miteinander machen. Ihr könnt nicht ins Kino gehen, nicht essen gehen, gar nichts. Nein. Nicht spazieren gehen?
Ja, es ist ein großes Problem und ich habe halt auch Angst, dass sie irgendwie deswegen irgendwann sagt, dass sie nicht mehr mit mir zusammen sein will. Hast du Angst konkret vor diesen beiden Typen oder hast du Angst im Allgemeinen, dass wieder so etwas passieren könnte? Ich habe eher Angst, dass wieder so etwas passieren kann. Weil die dich ja vermutlich gar nicht kennen und die ja auch nicht auflauern werden oder so. Nein, sicherlich nicht. Hast du den Eindruck, dass das jetzt im Laufe der 6 Monate wächst, die Angst noch? Dass du dich noch immer weniger traust, vielleicht rauszugehen? Also es ist eher so, also je mehr ich mich daran erinnere, wie es passiert ist, das kommt so langsam, habe ich mehr Angst. Und ja, ich habe halt auch auch die Angst, dass halt mein Umfeld, was mich jetzt da ein bisschen dazu drängt, wieder nach draußen zu gehen, ja, halt auch irgendwie die Geduld mit mir verliert. Dass sie dich alleine lassen. Genau. Dass du die Freundin vielleicht verlierst oder dass die Freunde irgendwann sagen, Mann, du stell dich nicht so an und reiß dich mal zusammen, nach dem Motto, ist anderen auch schon passiert und so weiter. Ich stelle mir das sehr schlimm vor. Das ist ja wahrscheinlich wie so ein richtiger, schwerer Schock gewesen, abgesehen von den körperlichen Schmerzen, dieser Überfall. Ja, ja. Also. Wie war denn das dann? Kamen dann irgendwann Leute zur Hilfe oder sind die abgehauen, nachdem die das Geld hatten? Ja, ich wurde dann halt gefunden. Das heißt, du lagst dann noch eine Weile? Wo war das? In einem Park oder auf der Straße? Es war auf dem Nachhauseweg. Ich gehe an der Kirche vorbei und da ist es halt ziemlich dunkel und da waren die halt. Und etwa, ich weiß nicht genau, 10 Minuten oder so lag ich da und dann ist irgendjemand vorbeigekommen, hat Rettungswagen gerufen und ja. Aber die 10 Minuten waren wahrscheinlich eine Ewigkeit für dich, ne? Ja, ja, ich weiß es auch nicht genau, ob es 10 Minuten waren oder ob es eine halbe Stunde war. Höllische Schmerzen auch? Ja, total. Und natürlich Angst. Auch währenddessen könnte ich mir vorstellen, dass man da Angst hat, Todesangst hat fast schon, ne? Ja, also der eine, weiß nicht, der lag irgendwie fast auf mir drauf, hat irgendwie den Arm irgendwie so, dass er gebrochen war. Und der zweite hat auf mich eingetreten. Dabei sind mir wahrscheinlich die Rippen gebrochen. Auch und ins Gesicht oder auf den Kopf auch geschlagen? Nein. Sie haben halt irgendwie noch nach dem Portemonnaie gesucht und Also ist ein ganz eindeutiger Schock. Ja. Ist ein Trauma, was du da erlitten hast. Finde ich, sollte behandelt werden von einem Arzt, einem Psychologen, einem Psychiater. Ganz eindeutig. Weil ich glaube, ich habe Sorge, wenn du nichts machst, dass du dich da immer mehr verstrickst in dieser Angst und dass die Angst immer größer wird. Du musst mit einem Fachmann jetzt so Strategien erarbeiten, um gegen die Angst vorzugehen. Das kann man schwer alleine. Da muss man jemanden haben, der das der Ahnung von hat. Wärst du denn dazu bereit, zu einem Arzt oder einem Psychologen zu gehen? Ich weiß nicht, irgendwie zum Psychologen richtig zu gehen, das ist schon allein schon schwierig, weil ich mich ja auch nicht so richtig aus dem Haus traue und naja, da könnten deine Eltern dich ja hinfahren, wie sie dich auch zur Schule fahren. Ja, ob sie das jetzt machen oder stützen würden, das weiß ich nicht. Aber die kriegen doch auch mit, wie sehr du darunter leidest oder nicht. Na klar. Ja, ja, klar, natürlich. Das heißt, denen musst du daran gelegen sein, dass es dir wieder besser geht und dass sich das alles wieder normalisiert. Oder? Ja, denke schon. Oder hast du Angst vor einem Psychologen? Naja, also ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Psychologen. Ich bin ganz sicher, Sören. Und stell dir das mal nicht so großartig vor, dass man da irgendwie völlig auseinandergenommen wird. Du hast ja hier auch angerufen und unterhältst dich mit mir. Nichts anderes passiert da. Erstmal redet man darüber. Und jemand, der das studiert hat und der Ahnung davon hat, der weiß, wie man solchen Leuten hilft, die so einen Schock erlitten haben, um halt mit dieser Angst fertig zu werden. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist so wie, als dein Arm gebrochen war, bist du ins Krankenhaus gekommen und hat ein Arzt den Arm wieder gerichtet. Und so musst du zu einem Seelenklempner gehen, der ein bisschen deine Seele wieder richtet. Ja, so einfach ist es. Da hat man auch gar nichts zu verlieren. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch gleich ein paar Worte redest. Und der kann dir das auch noch ein bisschen erklären, wie das dann so abgeht und was man da machen muss. Okay. Da kommt mir gerade noch so eine andere Idee. Könntest du dir auch vorstellen,
muss ja jetzt nicht sofort sein, aber vielleicht dann in Zukunft irgendwie eine Sportart zu lernen, wo man sich auch gut selbst mit verteidigen kann? Also eher nicht. Eher nicht? Nee, ich möchte irgendwie mit Kampfsport und sowas überhaupt nichts zu tun haben. Ja, also ist nicht so ganz dein Ding. Nein. Mhm. Was ich gerade ganz am Anfang noch fragen wollte, hast du es denn, nachdem das passiert war damals, hast du damals versucht, alleine rauszugehen oder hast du sofort gesagt, nee, mache ich nicht? Ja, also es war seltsam, die ersten Tage, so gleich danach ging's. Mhm. Da bin ich rausgegangen auf die Straße und da war so gar nichts. Mhm. Und dann so langsam, wo die Erinnerung wieder kam, wo ich dann auch sogar an dem Platz war, wo es passiert ist, ja, da kam das plötzlich wieder und dann ging gar nichts mehr. Dann bin ich so schnell nach Hause gelaufen, so schnell ich nur irgendwie konnte. Mhm. Verstehe. Und dann bin ich erstmal da geblieben. Weißt du, und jetzt ist, glaube ich, ein Zustand erreicht, wo du gefangen bist in deiner eigenen Angst. Und das ist ein schlimmer Zustand. Und deshalb nochmal so mein ganz dringender Rat, geh zu einem Fachmenschen, der sich damit auskennt, damit du diese Angst aufbrichst. Denn du willst ja wieder ein normales Leben führen bald. Und vor allen Dingen willst du nicht deine Leute verlieren um dich herum. Nein. Ne? Sören, jetzt legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann kann dir das mal ein bisschen erklären, was man da am besten macht. Okay. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere heutige Sendung. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir auch wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Und morgen heißt unser Thema meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch, folglich mit euch, über eure schlechteste Eigenschaft sprechen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Die Leitungen sind ab 0 Uhr geschaltet. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt Tschüss. Bis morgen. Tschüss.